Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns die Kamera an. Das heißt, ich stelle live für euch oder mit euch bei mir im Rig die Kamera ein und wir gehen alle Kameras einmal durch und ich zeige euch meine Einstellungen und wie ich das Ganze so angehe bzw. auf was ich achte und im besten Fall hilft es euch auch ein klein bisschen weiter. Wir gehen dafür ins Zeitfahren in Bahrain, einfach fix auf die Strecke, um das Ganze dann dementsprechend einzustellen. Denkt dran, ich habe einen Rig mit Lenkrad, deswegen ist es bei euch abhängig, wie die Neigung vom Bildschirm ist und so weiter. Ich habe hier noch gemerkt, dass ich aus meinem OSD-Video, auch auf diesem Kanal übrigens zu finden, links unten noch die Positionsanzeige links unten habe. Das machen wir natürlich weg, denn ich empfehle jedem immer als erstes die Kamera einzustellen. Und dazu gehen wir auf die Kameraanpassung. Und jetzt schauen wir erstmal, was es allgemein gibt. Es gibt die TV-Kamera, das ist die TV-Pod. Da gibt es eine Ansicht von hinten, noch weiter eine von hinten, wer das auch immer fährt. Es gibt Cockpit, Frontflügel, Nase, Frontflügel und komplett vorne am Ende des Wagens. Wir gehen natürlich auf die TV-Kamera und spielen jetzt einfach ein bisschen rum. Wenn ihr das Blickfeld in den Minusbereich ändert, wird das Spiel für euch langsamer. Es wirkt langsamer. Geht ihr in den positiven Bereich, wirkt das Spiel schneller, weil die Sachen schneller an euch vorbeifliegen. Ich empfehle immer, das Blickfeld eher in den Minusbereich zu bewegen, so könnt ihr besser reagieren, so könnt ihr besser die Kurven anvisieren und sowas. Ihr habt ja gesehen, es gibt eine vordere Clip-Ebene, die ist natürlich relevant, wenn ihr das Blickfeld ändert, da ihr ja weiter nach hinten ins Auto wandert, dann ist natürlich das Auto von oben auch zu sehen. Das heißt, da, wo die TV-Kamera sitzt und sowas. Ihr könnt hier das Auto seitlich versetzt machen. Ihr könnt es vertikal versetzen. Dann gibt es hier natürlich die TV-Pod-Kamera. Ihr seht es schon, die ist leicht versetzt. Und die kann man natürlich auch gleich nochmal anpassen. Auch seht ihr hier, dass man pro Auto theoretisch eine Kamera einstellen kann. Ist ein bisschen aufwendig, aus meiner Sicht auch nicht notwendig. Deswegen habe ich hier einfach eine komplette allgemeine Einstellung für alles. Kamera zittern, Kamerabewegung lasst ihr immer auf 0. Selbst wenn ihr in der Cockpit-Perspektive fährt, lasst es einfach auf 0. Könnt ihr euch besser konzentrieren beim Fahren und sowas. Da kann man hier den Winkel einstellen. Hier seht ihr es auch, dass unten das Auto, der obere Teil des Autos angezeigt bekommt. Durch Verändern von Blickwinkel und sowas kann man das wieder verändern, sodass einfach ein normales Bild entsteht. Die finalen Einstellungen kommen gleich. Jetzt kommen wir aber zur TV-Kamera versetzt. Und das ist eine grundlegende Einstellung, dass man hier einfach die Kamera seitlich ein bisschen macht. Und ihr seht es schon, die Kamera geht in die Mitte und jetzt sind wir zentral. Das heißt, minus 12 ist bei der TV-Pod-Kamera immer der Mittelpunkt. Und jetzt das gleiche Spiel wieder. Auch hier plus Blickfeld, also ihr geht eher nach rechts in der Leiste, macht das Spiel schneller visuell. Minus macht es langsamer. Deswegen gehen wir nach Minus. Ich will immer das Lenkrad noch sehen, um Delta bzw. irgendwelche Einblendungen auf dem Lenkrad noch erkennen zu können. Deswegen seht ihr es jetzt. Ich gehe ganz knapp nach unten. Das war ein bisschen zu viel. Deswegen bin ich noch ein bisschen weiter hoch. Also bin ich ja bei vertikal bei 14 ungefähr. Habe hier nochmal dann den Winkel ein klein bisschen verändert, um mehr von der Strecke zu sehen. Das Auto relativ weit unten, weil mein Blickwinkel ist auf meinem Monitor ungefähr in der Hälfte des Bildschirms. Das heißt, da will ich hingucken. Ich will nicht die Kamera einstellen, dass ich nach oben an meinem Monitor gucken muss. Oder auf dem Fernseher oder wie auch immer. Das heißt, stellt die Kamera so ein, dass ihr ungefähr in der Mitte des Bildschirmes immer die Straße habt oder den Kurveneingang. Da ungefähr müsst ihr hingucken. Und das hier ist zum Beispiel jetzt schon eine Einstellung, mit der ich recht zufrieden war. Wir gehen nochmal schnell auf die Cockpit-Perspektive und ich zeige euch, wie ich das für mich einstellen würde. Auch hier Blickfeld ein bisschen weg, das Ganze ein bisschen näher rangezogen, dass man das Lenkrad gut sieht. Dann auch Richtung TV-Kamera ein bisschen weiter nach unten das Ganze, einfach um mehr Übersicht auf der Strecke zu haben. Was man natürlich in der Cockpit-Perspektive jetzt schon merkt, wo sind die Spiegel? Und das ist natürlich ein Fakt, während hier wieder Kamerabewegung alles auf 0, ganz wichtig. Das ist halt autoabhängig und die Red Bull-Spiegel, während man hier noch das Halo an- und ausstellen kann, je nachdem wie ihr wollt, die Spiegel sind halt so weit außen beim Red Bull, dass der Spiegelwinkel jetzt gar nichts bringen würde. Und ich zeige euch jetzt mal, was ihr einstellen müsst, um den Spiegel überhaupt effektiv zu sehen. Das ist viel zu weit weg.
Also das ist ja schon heftig, wie viel das Auto im Bild ist. Deswegen würde ich die Spiegel komplett ignorieren und einfach den virtuellen Rückspiegel dann aktivieren und den oben ins Halo reinpacken. Von daher, ja, würde ich hier die Seitenspiegel komplett ignorieren und ungefähr das Ganze so einstellen, wenn ich in der Cockpit-Perspektive unterwegs wäre. Dann nochmal die TV-Kamera noch ein bisschen näher eingestellt, dass wir jetzt zu den Zieleinstellungen kommen. Wie das Ganze dann bei mir aussehen wird. Noch ein bisschen den Winkel angepasst. Wie gesagt, Hälfte des Bildschirms ist bei mir Blickrichtung, wo ich hingucken will. Jetzt würde ich ungefähr nach vorne gucken. Und ihr seht es jetzt auch vom Unterschied her, sind beide fast gleich. Aber bei der TV-Pod, also bei dem Versetzten, sieht man mehr von der Strecke. Auch wenn ihr Richtung Tribüne schaut und seitlich neben die Strecke, ist es tatsächlich ein bisschen mehr zu sehen. Und das ist dann auch entscheidend in den Rennen, um Gegner besser zu sehen, um die Kurven besser zu sehen, um die Kurven besser, ja, dementsprechend einschätzen zu können. Das hier sind die finalen Einstellungen, TV-Kamera und TV-Kamera versetzt. Das soll es aus diesem Video gewesen sein. Danke fürs Zuschauen und wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.